Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 11413, Safe Harbor mit neuem Anstrich, der Datenschutzdeal EU-US, Privates Schuld gewährt in Nordrhein-Westfalen lebenden Menschen keinen Schutz vor anlassloser Massenüberwachung. Donnerwetter. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Kern das Wort. Das war nicht so einfach gerade. Bitte schön, Herr Kollege Kern. Quasi unfallfrei geschafft. Dankeschön, Präsident. Ein bisschen hier justieren, ja. Ich warte einen kleinen Moment. Ja, fangen Sie, das ergibt sich dann. Okay. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Auf Antrag von uns Piraten diskutieren wir hier heute wieder einmal das Thema Datenschutz. Alle Fraktionen werden sich einig darin sein, dass Datenschutz ja total wichtig ist. Auch wenn man sich umhört, sagen alle, Daten sind das neue Öl. Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Aber ich frage Sie, wenn dem so ist, dass Daten das neue Öl sind, warum sind dann die Menschen nicht auch alle kleine Scheichs? Meine Antwort lautet, das Internet oder Neuland, wie Frau Merkel es auch bezeichnet, wurde längst von Big Data-Kolonialisten heimgesucht. Und die naiven Eingeborenen von Neuland geben ihr Öl oder Gold, das sie in Form von ihren eigenen Daten besitzen, gegen billige Glasperlen her. Die Glasperlen von heute sind für viele auch nicht als solche erkennbar. Sie tarnen sich als Rabatte für Payback-Kartenrabatte oder auch als kostenloses Google-Postfach. Damit komme ich zu unserem Antrag. Im Oktober 2015 wurde die undemokratisch getroffene Safe Harbor-Entscheidung der EU-Kommission vom EuGH gekippt. Mit dem Konstrukt Safe Harbor hatte die EU alle Transfers von personenbezogenen Daten in die USA pauschal erlaubt, weil man einfach gesagt hat, dass das gleiche Datenschutzniveau dort gilt wie hier in Europa. Doch nicht erst seit den Snowden-Enthüllungen wissen wir, Safe Harbor war eine reine Datenschutz-Fata Morgana. Angesichts des EuGH-Urteils war die Kommission nun gezwungen, einen neuen Datenschutzdeal mit den USA auszuhandeln. Ende Februar wurde das sogenannte Privacy Shield ausgehandelt und präsentiert. Kern des Deals, das Datenschutzniveau in den USA, wird einfach erneut als angemessen erklärt. Einziger Unterschied zu vorher, einige US-Sicherheitsbehörden haben zugesagt, sich an das sowieso geltende Datenschutzrecht zu halten. Was hier als Verhandlungserfolg der EU-Kommission verkauft werden soll, ist in Wirklichkeit eine billige Datenschutzattrappe. Doch wir Piraten lassen uns nicht für dumm verkaufen. Nicht nur bietet das Privacy Shield keinen echten Schutz vor Grundrechtsverletzungen, es legitimiert sie sogar noch. Denn das Abkommen spricht zwar von einem begrenzten Datenzugriff, aber definiert gleichzeitig 6 weit gefasste Fälle, in denen massenhaft Personendaten aus der EU gesammelt und ausgewertet werden dürfen. Selbst die minimalen Verbesserungen, die der Deal mitbringen könnte, etwa Beschwerdemöglichkeiten, werden zur Farce. So soll eine unabhängige Datenschutz-Ombudsperson geschaffen werden, und die soll, man höre und staune, beim US-Außenministerium angesiedelt sein. Daraufhin ist die europäische Ombudsfrau Emily O'Reilly auf die Barrikaden gegangen. Sie hat sich über den Missbrauch des Begriffs Ombudsperson beschwert, weil dieser der Öffentlichkeit Unabhängigkeit nur vorgaukle. Ich komme zum Schluss. Die Landesregierung muss jetzt ihr politisches Gewicht in Berlin und Brüssel für echten Grundrechteschutz im Privacy Shield einsetzen.
Mitte April wird die Debatte zum Privacy Shield wieder hochkochen, wenn die Datenschutzgruppe der EU ihren Bericht zum Privacy Shield vorlegt. Bis dahin sollte der Landtag hier ein klares Signal für den Schutz der Bürger aussenden. Meine Damen und Herren, mit dem aktuellen Privacy Shield soll eine perforierte Plastikplane als Metallschild verkauft werden, mit coolen Namen und schnittigem Logo. Bei diesem Marketing-Gag der EU machen wir Piraten nicht mit. Sie sollten es auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Münke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nico Kern, ich gebe dir ja durchaus recht, dass Amerika nicht gerade ein Vorbild für Datenschutz ist und in der Tat die Vereinigten Staaten von Amerika dauernd illegal Daten abgreifen. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Und ich will auch gar nicht so sehr ins Detail des Antrages gehen. Das ist nämlich leider so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und ich befürchte auch, da werden wir nicht viel daran ändern. Ein gutes Beispiel ist ja, und das ist ja noch nicht so lange her, das Abhören des Kanzlerinnen-Handys ist dann nur ein Baustein unter vielen. Aber eben aber Datentransfer zwischen Europa und den USA muss nun mal sein. In einer globalisierten Welt funktioniert das nicht anders. Der Europäische Gerichtshof hat am 8. Oktober 2015 die Entscheidung zu Safe Harbor für ungültig erklärt. Und ich glaube, das war ein richtiger Schritt. Und der Europäische Gerichtshof sieht das in der Tat so, dass er der Hüter der europäischen Daten gegenüber den Amerikanern ist. Und eine neue Regelung ist jetzt natürlich nötig. Ich muss sagen, als Kritik an den Piratenantrag, das ist eben schon mal bei einem ganz anderen Thema aufgekommen. Fakt ist natürlich der, ich weiß, die Piratenfraktion ist nicht im Deutschen Bundestag vertreten, aber das richtige Thema wäre natürlich, das Ganze im Deutschen Bundestag zu diskutieren und nicht in Nordrhein-Westfalen, weil in der Tat einzig und allein der Bund dafür zuständig ist und nicht der Europaausschuss des Landtages. Das ist so. Wenn Sie jetzt beantragen wollen, den abzuschaffen, Herr Marsching, okay, dann machen Sie das doch. Fakt ist, ganz einfach ist der Bund zuständig. Und ich bin mir aber sicher, dass die Landesregierung, auch das Land Nordrhein-Westfalen, die ganzen Verhandlungen weiter begleiten wird. Und natürlich in der Tat die Interessen von Nordrhein-Westfalen versucht zu wahren. Und auch in Nordrhein-Westfalen haben wir natürlich kein Interesse daran, dass unsere Daten in den USA irgendwo gelagert werden oder irgendwelcher Missbrauch getrieben wird, der uns nicht gefällt. Ich möchte gerne aus der S&D-Fraktion im Europaparlament zum Thema EU-US-Privacy-Shield kurz zitieren, nämlich die innenpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Birgit Sippel. Und sie sagt, das ist nur ein kleiner Auszug, ein schicker neuer Name, Privacy-Shield statt Safe Harbor, macht noch keinen Grundrechtsschutz für EU-Bürger. Auf Basis dessen, was bisher über den Deal bekannt ist, scheint ein erneutes Scheitern vor dem Europäischen Gerichtshof sehr wahrscheinlich. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass in der Tat auch diese Vereinbarung scheitern wird von dem Europäischen Gerichtshof. Und dann wird es wohl noch mal neue Verhandlungen geben müssen. Das sehe ich auch so. Die Vereinigten Staaten haben wohl schriftlich versichert, dass sie keine Massenbespitzelung europäischer Daten durchführen werden. Das ist wirklich eine Pointe, wo man dann wirklich in der Tat lachen kann. Das muss ich Ihnen wirklich zugestehen. Ich wollte das ja auch nur sozusagen aufführen, weil ich halte das in der Tat auch genauso wie Sie für ein Popanz. Und das wird wohl in der Tat nicht so gemeint sein, wie es dann hinterher gehandelt wird. Dies ist sicherlich kein wirkungsvoller Rechtsschutz für uns in Europa. Wir werden aber trotzdem diesen Antrag ablehnen. Aber wir wollen auch, dass die Vorgaben des Safe Harbor-Urteils der EU, des Europäischen Gerichtshofs, umgesetzt werden. Und sicherlich werden wir dieses Thema immer wieder auf der Tagesordnung haben, aber vor allen Dingen im Deutschen Bundestag, der da zuständig ist und da, wo es hingehört. Hier gilt für mich und meine Fraktion, dass die Abkommen mit anderen Ländern generell intensiv zu prüfen sind. Und im Fall von CETA und TTIP sind wir ja auch durchaus in vielen Punkten dann einer Meinung, dass sie eben mit den Standards des europäischen Rechts zusammenpassen. Und das muss eben gewährleistet sein. Das gilt auch für dieses Abkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Münchow. Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kollegin von Böselager.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Kern, ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Scheiche eine gute Figur abgeben würden. Allerdings fehlt Ihnen das Öl. Sie haben nur die Glasperlen. Das ist halt die schwierige Sache an dieser Diskussion. Ja, wir diskutieren heute über Ihren Antrag und wem könnte da nicht zustimmen hier? Schutzschild für den Datenaustausch mit den USA abzusichern und dass die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger gesichert wird, noch stärker gesichert wird, dem stimmen wir alle zu. Und ich bin sicher, dass die Landesregierung hier also auch ganz entschieden sich dafür einsetzen wird. Aber damit hört also die Gemeinsamkeit in diesem Antrag leider auch schon auf. Ich wundere mich, dass immer mehr Sie mit Ihren Anträgen immer den Untergang des Abendlandes verkünden. Ich finde, das ist also nun ein bisschen übertrieben, denn zur Antragsfrist hat die Artikelgruppe 29 überhaupt noch nicht kein Votum abgegeben, das Komitee der nationalen Experten auch noch nicht. Die eigentliche Substanz des Angemessenheitsbeschlusses ignorieren Sie offenbar absichtlich. Die Kommission hat die Aspekte des EuGHs abgearbeitet. Dazu gibt es ganz erhebliches Entgegenkommen auch von Seiten der USA. Jetzt kann man sich trefflich darüber streiten, ob das also nun so eingehalten wird oder nicht. Aber es ist nun mal so. Und Sie haben jetzt schon sozusagen diesen von Ihrer Fraktion den Antrag, sage ich, kalt geschrieben, bevor überhaupt die Fakten auf dem Tisch liegen. Vermuten Sie schon, dass hier also die Grundwerte sozusagen verraten werden, dass man einen Bückling macht vor der Wirtschaftslobby? Und das, denke ich, sind Unterstellungen, die können wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt also auch nicht akzeptieren. Sicherlich ist richtig, dass wir also auch hier ganz deutlich sagen wollen, dass der Datenschutz hier zukünftig ganz stark ausgearbeitet werden muss und dass wir hier in Europa aufgrund unserer Erfahrungen über Jahrhunderte hinweg auch eine Datenschutzkultur entwickelt haben. Das ist uns bewusst. Die ist ganz anders als in den Vereinigten Staaten. Die Rechtsunsicherheit muss einfach zukünftig aufhören. Und es wird wirklich wichtig, dass wir belastbare Instrumente haben, um das also auch mit unseren amerikanischen Partnern zu vereinbaren. Ein Instrument, das den Kriterien des EuGHs auch entspricht und zur stabilen Brücke wird für unsere hohen auch europäischen Ansprüche, die wir nun also mal haben. Ein solcher Austausch gewährleistet die Freiheit, die sich im digitalen Zeitalter sicher entfalten muss, mit der Chance, weltweit auch zu kommunizieren. Wir sind nun mal heute so weit, dass wir weltweit auch kommunizieren wollen. Und im Chatroom, ob das politisch ist, ob das interkulturelle Kontakte sind und so weiter und so fort, hier muss tatsächlich also auch eine Sicherheit geschaffen werden. Sonst ist das ganze System ja in Frage zu stellen. Substanz für diese freie Gesellschaft ist unsere Individualität, Privatsphäre und Substanz für souveräne Menschen. Das muss gewährleistet werden. Es ist doch selbstverständlich, dass der neue Schild nur funktioniert, wenn man das auch hält, was man vereinbart. Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass die Partner, die USA, die Prämissen auch richtig stellen und dass wir auf Bundesebene, wir hier auf Landesebene haben wenig damit zu tun, aber auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene uns also ganz stark dafür einsetzen. Und wenn das nicht gesichert ist, dann kann es auch kein Abkommen geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau von Löselager. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Engstfeld.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Datenschutz ist für uns Grüne ein hohes Gut. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihren Daten geschieht. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, wer ihre Daten einsehen kann und wohin sie weitergegeben werden. Und vor allem haben Sie ein Recht darauf, dieser Praxis auch zu widersprechen. Darum haben wir ausdrücklich begrüßt, dass der Europäische Gerichtshof das Safe-Harbor-Abkommen im vergangenen Oktober für ungültig erklärt hat. Dies war eine wichtige und aus unserer Sicht auch richtige Entscheidung für den europäischen Datenschutz. Dem Juristen und Datenschutzaktivisten Max Schrems, der gegen die Übermittlung seiner Daten in die USA geklagt hatte und dem die Richter am EuGH Recht gaben, danke ich im Namen meiner Fraktion für seinen Einsatz. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eben kein sicherer Hafen für die Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger, wie es der Name aber suggerieren will. Das Abkommen blieb letztlich eine wirkungslose Vereinbarung zulasten der Grundrechte. Zwar gingen die beteiligten Unternehmen eine Selbstverpflichtung ein, nach der sie ein den europäischen Standards entsprechendes Schutzniveau für die Datenverarbeitung in den Vereinigten Staaten gewährleisten. Allerdings war diese Selbstverpflichtung durch das Fehlen wirksamer Aufsicht oder funktionierender Sanktionsmöglichkeiten zu keinem Zeitpunkt mehr als ein zahnloser Tiger. Nach dem Ende des Safe-Harbor-Abkommens galt es, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und einer weiteren Verwässerung des Datenschutzes entgegenzutreten. Ich nenne Ihnen zwei davon. Erstens, die Einführung eines hohen und bindenden Datenschutzniveaus, das konsequent überprüft wird und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Und zweitens, die Schaffung eines stabilen Rechtsrahmens für Unternehmen. 5.500 Firmen haben sich dem Safe-Harbor-Abkommen angeschlossen. Viele darunter kleine und mittelständige Unternehmen, denen anders als Facebook, Apple und Co. die Möglichkeiten fehlen, eine große Rechtsabteilung zu unterhalten. Diese Unternehmen sind auf einen einfachen Rechtsrahmen angewiesen, der ihnen Rechtssicherheit gewährt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vorliegende Grundsatzeinigung, der sogenannte EU-US Privacy Shield, erfüllt aus unserer Sicht diese Anforderungen nicht. Bürgerinnen und Bürger sind den US-Sicherheitsbehörden in Sachen Datenschutz weitgehend wehrlos ausgeliefert. Zwar sind die Zugriffsrechte eigentlich eingeschränkt, die genannten Berechtigungen für Datenauswertungen sind jedoch so weit gefasst, dass sie jedenfalls potenziell weite Teile des Online-Lebens umfassen. Einklagbare Rechte sind nicht vorgesehen. Stattdessen soll eine Ombudsperson eingesetzt werden, die die Datenverarbeitung von europäischen Bürgerinnen und Bürgern in den USA beobachten und Beschwerden nachgehen soll. Unter einem wirksamen Sanktionsregime, wie wir es eigentlich bräuchten, verstehe ich etwas deutlich anderes. Liebe Piratenfraktion, lieber Kollege Kern, Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass das Legislativpaket EU-US Privacy Shield noch nicht verabschiedet worden ist. Der europäische Rechtsprechungsprozess läuft also noch. Diesen wollen wir nicht vorgreifen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht auch auf die zuständigen Stellen noch versuchen einzuwirken. Daher, sehr geehrter Kollege Kern, freuen wir uns auf die gemeinsame Beratung im Ausschuss. Meine Fraktion stimmt der Überweisung selbstverständlich zu und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Engstfeld. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Bock. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Safe-Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs war sicherlich ein Meilenstein und im Sinne unser aller, dass ein besseres Datenschutzniveau bei der Datenverarbeitung in den USA eingefordert wird, ist sicherlich auch allgemeine Meinung. Die daraufhin
daraufhin erfolgte neuerliche Vorschlag der Kommission wird diesem Ziel allerdings nur bedingt gerecht. Die Auflage, dass Unternehmen Weisungen der Datenschutzbehörden aus Europa nachkommen sollen, die zielt zwar in die richtige Richtung, aber, und das ist auch schon angedeutet worden, das sind ja letztendlich Selbstverpflichtungen, also nur freiwillige Auflagen. Die Umgehungsgefahr ist nicht zu leugnen. Und wir haben, und das ist sicherlich ein Manko, keine echte Kontrollmöglichkeit für die EU-Organe. Die Zusicherung des Unterlassens anlassloser Massenauswertung der Daten durch die US-Regierung gibt lediglich das geltende US-Recht wieder. Und die vielen Ausnahmen sehen auch entsprechend unbestimmte Rechtsbegriffe vor, die natürlich dehnbar sind. Natürlich ist der Rechtsschutz viel zu schwach. Nur eine Weiterleitung von Beschwerden an das US-Außenministerium vorzusehen, ist erkennbar zu wenig. Und auch der Ombudsmann, darüber ist gesprochen worden, ist da sicherlich nur ein bisschen weiße Salbe. Das heißt, es muss nachgearbeitet werden. Und bisher ist es ja auch nur ein Vorschlag der Kommission. Es müssten die Mitgliedstaaten sich auch einbringen. Da kann der Landtag etwas dazu sagen. Er ist aber in der Tat auch nicht erste Verhandlungsinstanz. Wir von Seiten der Liberalen möchten natürlich eine strengere deutsche Position und wir würden uns wünschen, dass Nachbesserungen im Rechtsschutz in jedem Fall auch zwingend geboten sind. Eine Klagemöglichkeit in den USA zu schaffen wäre das, dass beispielsweise eine EU-Behörde dort klagen könnte, weil das für Privatpersonen sicherlich unpraktikabel wäre. Und was wir uns auch vorstellen können, und das ist eine alte Forderung der FDP, wir sind Anhänger von TTIP, das ist gar keine Frage, aber wir haben immer schon gesagt, das könnte man sehr gut miteinander verbinden. Manche wollen ja TTIP gar nicht. Wir würden in solchem Fall sagen, ja, die Grünen melden sich sofort. Ich halte das für ein sehr wichtiges Abkommen, was man allerdings ganz gut koppeln könnte mit solchen Wünschen, die wir haben, denn Datenschutz ist ein wesentlicher Bestandteil auch des Austausches von Handelsbeziehungen. Und insofern sehen wir den weiteren Beratungen im Ausschuss mit Interesse entgegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie, liebe Kollegen von den Piraten, Sie greifen in Ihrem Antrag noch ein laufendes Verfahren auf europäischer Ebene auf. Die EU-Kommission soll entscheiden, ob von einem vergleichbaren Datenschutzniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem in Europa ausgegangen werden kann. Falls sich die Kommission dafür entscheidet, dann liegt eine gesicherte Grundlage für eine Datenübermittlung in die USA vor. Die Entscheidung der Kommission ist notwendig geworden, weil der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil zu Facebook das bisherige Safe Harbor Abkommen faktisch aufgehoben hat. Die Landesregierung verfolgt aufmerksam den Prozess auf europäischer Ebene. Es steht für uns außer Frage, dass die Vorgaben der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes eingehalten werden müssen. Andererseits, meine Damen und Herren, ist uns auch bewusst, dass eine Nachfolgeregelung dringend nötig wird, denn im Interesse einer rechtssicheren Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA als wichtigsten Bündnis- und Handelspartner braucht es eine Regelung. Dafür sind gleichwertige Datenschutzstandards notwendig. Wir respektieren aber den laufenden Prozess auf europäischer Ebene. Wir werden ohne eigene Zuständigkeit nicht schon im Vorfeld die schwierigen Bemühungen um eine europarechtskonforme Nachfolgeregelung mit voreiligen Ablehnungen belasten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 11413 an den Ausschuss für Europa und eine Welt. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10.